Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Planetary Annihilation mit dem Paco. Hallo. Hallo. So, gehen wir hin. Bottleneck oder Swamplandia? Also, Swamplandia hat mehr Ressourcenpunkte, ja. Deswegen würde ich jetzt einfach mal ganz genau rational sagen, lass uns so einfach da starten. Jo. Okay. Einverstanden. D'accordion. Irgendeine Aufgabenverteilung. Wir haben jetzt einen harten Gegner dabei, habe ich gesehen. Das ist eigentlich für uns nicht so gut. Scheiße, ich kann ja hier gar nichts bauen, wo ich bin. Du kannst nichts bauen. Hier ist hier alles voll die Kraterlandschaft. Ach so, meinst du, jetzt verstehe ich, was du meinst, ja. In dem Moment, wo ich selber bauen wollte. Hier gab es ein paar Einschläge, würde ich sagen. Alter, ich glaube, ich habe meine Fahrzeugfabrik so nah an die Dinger gebaut, dass ich da jetzt keine... Okay, dann abbrechen, abbrechen, abbrechen. Ich weiß ja jetzt, wie man Gebäude löscht. Bei mir muss er erstmal einen halben Wald roden, bis er was bauen kann. Wirklich voll die Kraterlandschaft. Ah, da bist du unterwegs. Bevor wir das erste Gebäude gebaut haben, steht er schon in unserem Vorgarten, wa? Quatsch, der hat wahrscheinlich die gleichen Probleme wie wir. Oder einfach weniger Ressourcen. Ich meine, der muss ja wirklich noch die Bäume wegmachen. Oh. Ja, ja. Der spritzt die Bäume weg. Ich habe am Wochenende eine Sherlock Holmes Geschichte gelesen. Die hieß die Fünf Napoleons. Und da hieß der Mörder, den sie gesucht haben, Beppo. Ach du Scheiße. Das hat mich jedes Mal total rausgerissen, ey. Die sind mit dem Hafen, so ein Name, am den Hafen hat man mit dem nicht Foto so häufig, entlang ne? gelaufen und haben Leute gefragt. So, ja, kennen Sie diesen Typen? So, ah ja, das ist Beppo. So ein verschlagenes Gesicht vergesse ich niemals. So eine Hackfresse vergesse ich niemals. Nix bauen, ey. Alter, ist das mühselig. Ja, vor allem sieht man teilweise die diese Metallvorkommen in dem Wald gar nicht. Steckt. Ein bisschen rauszoomen, dann sieht man sie besser. Ey, ich glaube, nee, weil jetzt mal ohne Scheiß, hier kommt man, glaube ich, mit Fahrzeugen nicht so weit. Ich steige mal auf Flugzeuge um. Oh, mach das. Teilen wir uns das irgendwie auf wieder, oder haben wir irgendeinen Plan? Erstmal so, wollen wir auf Ender irgendwie ein Triebwerk Sieht aus wie installieren? Jemand, der einen Plan hat. Naja, ach, ja, wenn hier ist ja sowieso nicht viel mit Autofahren, obwohl, ja, keine Ahnung, also ich werde wahrscheinlich mich jetzt ganz stark erstmal auf Orbitaleinheiten konzentrieren, zumindest so, dass ich dann vielleicht irgendwo anders ein Stargate bauen kann. Ja.
Fein in Kontakt. Oh ja, auf, was ist das hier? Tree Stone ist orange. Oder dies, der zweite von rechts. Mein Gott, durch die Let's Plays wird man hier richtig schon dazu gezwungen, mal neue Einheiten zu erkunden. Beim letzten Mal mussten wir die Seeeinheiten da zwangsläufig benutzen und hier kannst du ja mit den Fahrzeugen gar nichts beschicken auf dem Planeten. Ja, auf dem Planeten nicht, aber man kann sie vielleicht trotzdem schon mal bauen, um sie dann nachher durch den Stargate zu schicken. Ja, das ist ein guter Plan, glaube ich. Vorausgesetzt, man kann auf den anderen Planeten besser fahren. Ja, sieht so aus. Das ist echt so ein Krater aus. Aber egal. Hinbauen. Bupu. Aber im Moment finde ich wirklich diese harten Gegner, das ist echt, also die haben ihren Namen verdient. Ich weiß gar nicht, was noch danach kommen soll. Da gibt es ja noch schwierigere Stufen bei dem Spiel, oder? Hallo? Achso, ja, sorry. Ja, dann wird es wahrscheinlich irgendwann unfair werden, denke ich mal. Ja, also wenn ich mir schon die harten Gegner angucke, also... Ich kenne das noch von Command & Conquer früher. Da gab es dann auch bei Generals beispielsweise Gegner, die vom Schwierigkeitsgrad brutal. Da wusste man am Anfang auch echt nicht, wie du dagegen so ankommen sollst. Aber irgendwann hat das halt funktioniert. Ich frage mich, ob das hier dann auch so geht, dass du irgendwann den Dreh rauskriegst. Und dann klappt es auf einmal. Ich habe überhaupt keinen Platz zum Bauen, ey. Das bist du. Ich wollte schon die Einheiten anwählen. Da bist du schon. Noch nicht so doll. Ey, ich habe nicht mal mehr Platz für eine Roboterfabrik. Nirgendwo mehr reingequetscht. Geht aber nicht. Kotzen. Ja, der Planet, das haben wir nicht so richtig gesehen, ne? Oh, Feindkontakt. Ja gut, solange er auf seinem Planeten ist, ist alles im grünen Bereich. Da konnte ich hinsetzen, da.
kann hier nichts mehr hinbauen. Ist Feierabend. Ja. Das Problem ist so lächerlich. Auch. Ich muss mir noch mal erklären, wie man das Stargate baut. Ich gerade zu dem Kometen und werde da wahrscheinlich mit dem anderen um Triebwerkbau konkurrieren. Ach, ernsthaft? Ja. Noch im Weg. Ich bin sogar noch ein bisschen früher da als du. Ach, für sowas haben wir, für so Späße wie Atomraketen haben wir wieder Platz. Das geht natürlich. Ja, das ist ja schön klein. Ja, ansonsten gehe ich auf den Todesstern. Ja, mach das, genau. Und dann warte ich, bis die Einheiten da sind. Also ich bin jetzt gerade auf dem Kometen. Jetzt muss ich eben hier meine Einheiten mal abgreifen und dann fliege ich mir jetzt zum Todesstern. Ich glaube, da brauchst du auch nur ein Triebwerk für, oder? Na. Achso, du wolltest den reinsteuern. Ja. Ist, glaube ich, schneller, als wenn du da alle... Ja, das denke ich schon, ja. Also ich markiere die Einheiten, dann mache ich einen Linksklick auf das Stargate, wo die los sollen, und auf einen Rechtsklick. Nee, du machst erst, du musst zwei Stargates haben, ne? Ja, habe ich, wenn ich du den gleich habe. Du machst Linksklick auf das eine, ja. Und switchst du auf das andere und machst Rechtsklick auf das Portal. Und dann sind die erstmal miteinander verlinkt, damit die, weil du kannst ja auch noch mehr bauen. Ah, okay. Damit die okay. wissen, welche wohin sollen, musst du die erstmal so miteinander verlinken. Und wie schicke ich die dann da durch? Einfach auf Stargate dann klicken? Auf Stargate und dann ins Stargate reinschicken quasi. Also, ah, okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. Oh, der schickt mal ein paar Einheiten rum, wa? Alter. Aber der ist natürlich auch schon auf dem Ender. Oh, der Orbital-Heini, der zieht das Stargate aber schnell hoch, wa? Ja, das geht relativ fix. Geht ja ratzfatz. Oh. Ah, jetzt sind sie verlinkt. Alles klar. Jetzt schicke ich da einfach alles rein, was davor steht. Und das ist echt eine coole Sache. Ach, dann können die nur von der einen Seite da reinfahren. Eek for stay. So, was ist denn jetzt hier dieses... Da, Haley, ne? Helle, ja. Was ist das? Oh, scheiße. Die Drecksäcke haben mir meinen Heli zerschossen. Passiert nicht nochmal. Ach, das Stargate funktioniert nicht, wenn man keine Energie hat, ne? Richtig, genau. Scheiße.
Eins bei 60%, das ist ja ein Dreck, ey. Weißt du zufällig noch, welcher der schwierige Gegner ist? Wahrscheinlich nee. Das merke ich mir nie. Fleischfarbene. Aber ich glaube, beide sind auf dem Tree Stone. Deswegen werde ich da jetzt gleich. Obwohl, wie weit bist du? Du bist wahrscheinlich weiter mit der Heli, ne? Nee, die wollen, haben sie mir doch kaputt geschossen. Ah, okay. Ich muss hier auf dem Asteroiden erstmal für Verteidigung sorgen. So, ich fange jetzt wieder an mit der Heli. Also ich würde den dann gleich in Tree Stone steuern wollen, wenn bei mir alles gut geht. Der Asteroid gehört aber jetzt so gut wie mir. Ich habe jetzt deren Teleporter zerstört. Letzte Baufahrzeug. Kommen wir so schnell. Erstmal, Moment, was ist das noch? Egal, was es ist, wird zerstört. Ja. Transportfahrzeug bei dir in der Basis. Was? Das ist ein kleines Flugzeug, was baut. Achso. Der Planet ist hier echt der letzte Scheiß. Jetzt ist das Flugzeug da hingeflogen. Scheiße, da komme ich nicht hin. Baut das da? Was baut der wo? Der baut jetzt ein paar Meter weiter in der Nähe von. Du hast da auch ein Flugzeug in der Nähe. Aber ich schicke da jetzt. Also bei uns auf dem Planeten? Ja, ich guck mal, was ich machen kann. Na da. Ja, ich guck mal, dass ich da irgendwie rankomme. Na, erstmal muss er roden, ne? Schnell gebaut ist auf dem Planeten gar nichts. Ich komme auch. Oh Mann, ich wollte auch gerade angeflogen kommen. Menu. Ich habe wieder genug Energie. Na, ich meine, wenn du jetzt hier den Planeten sicherst, den halben Todesstern, ne? Mhm. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, mehrere Planeten auch mal abzuballern, ne? Ja. Wäre auch nicht verkehrt, aber. Ah. So, wie mache ich das jetzt? Aussenden um Treestone, hatten wir gesagt, ne? Ja, ich glaube schon. Da hat der eine, glaube ich, seine Hauptbase. Gut. Dann geht das jetzt los. Das kannst du dann auch abbrechen, dann würde ich mal gerne. Wissen, Das ist ein Triebwerk reicht, ey. Riesending. Ja, weil da nur so eine halbe Portion am Planet ist wahrscheinlich, ne?
Irgendeine Rakete, die sich böse anhört, ist gestartet. Ich dachte, eine Rakete zum Abfangen von sowas ist. Die fliegt nämlich genau dem Planeten entgegen. Alter, tatsächlich? Was ist da los? Da kommt irgendwas drauf zugeflogen. Bitte lass das nur Zufall sein. Oh, flieg durch. So, auf was soll ich schicken? Dann auf Bottleneck, oder? Ich habe mich ein bisschen Angst, dass die Rakete jetzt zu meinem Heli geflogen kommt. Ja, die Flugbahn endete da, wo der Asteroid war. Und kladderadatsch. Boah, der Todesstern war ja größer als der andere Planet, ey. Wo er eingeschlagen ist. So. Tropical Planet Annihilated. Und du bist auch schon am Weg, sich? Ja. Und ich flieg wie ein Flieger. Ja, wo soll der Commander dann noch hin, wenn er nicht da drauf ist und nicht auf unserem Planeten? Dann gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, ne? Ja. Alles andere haben wir zerstört in so einem System. Ja, nicht alles, also so. Aber. Nein! Was passiert? Dieser Bastard! Ich habe nur was explodieren gesehen. Ja, mein Heli hat der noch zerstört mit der Atomrakete. Das Ding hat einfach gestoppt, mitten im Weltall. Als ob es die Handbremse angezogen hat. So, warte mal, dann müssten wir da jetzt nochmal drauf fliegen, ne? Ja, ich fürchte schon, ja. Leider hat es auch alle meine Einheiten erwischt. Ja, dann probieren wir das doch einfach mal. Das ist natürlich ärgerlich. Aber wahrscheinlich hat er damit bessere Pläne. Hat er damit andere Sachen vor? Das ist natürlich mega ärgerlich. Das war dann die Atomrakete, die da abgeflogen ist, wa? Ja, genau. Die hat er zu mir geschickt, zu meinem Heli. Der Arsch. Ja. Ich habe aber auch eine Atomrakete, die auch schon fertig ist. Hast du zufällig einen Spähsatellit? Nee. Gerade nicht. Schade. Meine Fresse, hat der da Fetttruppen. Jetzt verpisst der Drecksack, der greift hier meine Raumstation an, mit so Fettschlag. Piu, 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 da platzen sie alle wie Luftballons, ey. Dann bauen wir mal ein neues Stargate. Ganz wehrlos, der Kollege.
Was haben wir jetzt hier für Probleme? Meine Einheiten zieren sich irgendwie durch Stargate zu fahren. Alter, was kommt hier für eine Armee in unseren Orbit, ey? Fuck. Alter! Dem sind wir nicht gewachsen, ey. Ich baue ganz schnell ein Heli. Oh, fuck. Wir haben nur noch die eine Chance. Nutzen wir sie. Warum fährst du nicht da rein, Mann? Hat er schon alle Einheiten von uns platt gemacht? Ich glaube ja. Meine Raumstation verschont er, aber die ganzen Einheiten, die da rauskommen werden. Aber ich, die kommen jetzt alle, die ganzen Jäger kommen zu dir. Mir rum. Nicht so gut. Ich will das nicht schneller bauen, ey. Die haben jetzt kaputt geschossen, die Schweine. Ellie ist halb fertig. Sehr gut. Im Moment so die letzte Hoffnung, oder? Ja. Was war das für eine Meldung? Ach du Scheiße. Was? Ja, hier sind noch mehr Einheiten jetzt angekommen. Oder? Oh. Alter, der Dreck sagt, er schießt hier mit Blitzen in meine Base. Was? Wieso bauten die da nicht zu Ende, ey? Blöden Penner. Zum Glück ahnt er nichts davon. Was wir direkt nebenan machen. Komm, jetzt gleich habe ich das Schlachtschiff. Hoffentlich ist auf Bottleneck der Commander, aber auf Lush kann der gar nicht sein. Das ist ja nur ein Gasplanet. Dem kann man nichts machen, aber nee, der hat da Einheiten. Ja, aber ich glaube, da kannst du nur so Gasgewinnungssachen bauen. Ach so. Zum Ressourcen abbauen, aber ich bin also hundertprozentig sicher, bin ich mir da jetzt nicht. So, jetzt ist es fertig. Boah, das ist unsere letzte Chance, ansonsten müssen wir einfach nur in Würde untergehen. So, aussenden, um Bottleneck zu zerstören. So, gib da Gas. Wichtig. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch eine Atomrakete angeflogen, ey. Kann ich die nicht mit meiner Atomrakete irgendwie abfangen? Nee, es gibt aber so Atomraketen-Abfang-Dinger. Guck direkt mal, wie das aussieht mit dem Stargate obendrauf. Naja. Der Teil, was da fliegt, sieht aus wie eine Frisur. Stell dir vor, du schickst das Ding los und wählst aus Versehen deinen Planeten aus. Kannst du nicht mehr. Ja, doch, du kannst das Helle ja zerstören mit entfernen. Ich glaube, du kannst aber auch noch den Zug abbrechen irgendwie. Jetzt habe ich noch keine Meldung. Macht der da? Ergibt er sich oder was? Warum macht er nicht weiter? So, einmal um die Sonne. Obligatorisch. Richtig schön Schwung nehmen. Mhm.
Ach, das ist der da ganz hinten, hinter dem Asteroidengürtel noch. Ja. Da müsste jetzt schnell eine Atomrakete kommen. Also wenn der Planet jetzt im Asteroidengürtel hängen bleibt, dann sind wir im Arsch. Ich denke mal, da wird er einfach durchfliegen. Hä, war das irgendwie so langsam? Wir sind auch in die Sonne geflogen. Hui. Was ich ganz geil finde, ist, wenn du oben da diese Hiobs-Botschaften kriegst, wenn du dann so ein Mouse-Over machst, dass dir dann die Szene angezeigt wird, was da genau passiert. Das ist ganz cool. So, wir sind jetzt gleich da. Was hat denn der da für ein riesen Bauwerk? Ich glaube, das gehört zum Planeten. Kaboom! Kaboom! So. So zerstört man Planeten heute. Ja, cool. Auf jeden Fall. Aber im Nahkampf hätten wir wieder nicht die geringste Schnitte gehabt. Ja, weiß ich nicht. Aber ja, wir hatten ja Nahkampf mit dem Asteroiden gemacht. Genau. Nahkampf mit Asteroiden auf andere Leute werfen. Genau. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.